Schwedische Südküste. Es stehen überall noch Bunker und Schießanlagen von früher. So, der Kleine hat sich zwischen die Großen getraut. So, eine Mühle von 1864. Und die funktioniert sogar noch. Genauso wie ich. So, ein kurzes Video. Südschweden, schönstes Wetter wieder. Ich stehe gerade mitten an der Hauptstraße, die Nacht wieder gelaufen. Unten bin ich gekommen. Und da sind wir gekommen. Und da müssen wir wieder hoch. Ja, gerade mit einer alten Frau gequatscht. Sagt, es geht noch ein ganzes Stück hoch. Ja, mal sehen. Das ist eine alte Steinbrücke aus dem 18. Jahrhundert. Und hier werden wir heute gemütlich drauf schlafen. So, wir kämpfen uns gerade durch die Berge. Hier müssen wir jetzt runter. Von Sperrhöhe oben sind wir gekommen. Und wir müssen hier rüber auf der anderen Seite. Da sehen wir schon durch die Bäume das Meer blitzern. Ganz leicht dezent. Die Seite müssen wir. Ja. Und noch 2 Minuten, 3 Minuten unterwegs. Und da stehen Pfifferlinge im Allerfeins.
erstmal eine kleine Mahlzeit. So, dort wird meine Fähre anlegen. Hier haben wir heute geschlafen. Alles gut. Ja. Wir sind in Strömstedt. Wir werden versuchen, nach Sandefjord zu kommen. Von dort kommt dann meine Fähre. Mal sehen, ob die mich mitnimmt. Auf geht's nach Sandefjord.